Alter. Wiedergabe, Nachricht 34. Isaac, ich weiß, dass du da bist. Jetzt geh schon ran. Wie du willst. Ich rufe nur an, um dir zu sagen, dass mein Leben weitergeht. Pass auf dich auf, ja? Der Plasma-Cutter! Wuhu! Gibt's den doch, wa? Sind Sie Isaac Clark? Finger weg von mir! Antworten Sie! Er ist es! Wer zum Henker sind Sie? Helfen Sie ihm hoch! Hoch! Ich habe nicht viel Zeit, also werde ich mich kurz fassen. Meines Wissens sind Sie sowas wie ein Marker-Experte. Sie erschufen einen... Einen Scheiß erschuf ich! Die Regierung zwang mich. Und sie haben zwei zerstört und deshalb sind wir hier. Wir haben einen Job für sie. Nein. Nein! Damit bin ich fertig. Suchen Sie sich den anderen für Ihr Selbstmordkommando. Haben wir. Und bevor wir den Kontakt zu ihr verloren, sagte sie, wir sollen sie suchen. Mary. Wo ist sie? Was haben Sie ihr angetan? Wo ist sie? Unitologen sind in die innere Wartehalle vorgedrungen. Wir können sie nicht stoppen. Hey, uns läuft die Zeit davon. Wir müssen los. Sie ist ganz allein da draußen, Isaac. Und ich kann ihr nur helfen, wenn sie mir helfen. Okay. Okay. Hier. Dann los. Junge, Junge, Junge. Kapitel 1. Hier ist Erwachen. Isaac's Apartment. Ja, das wissen wir. Kommt mir das nur so vor? Oder sieht sein Auge so ein bisschen creepy aus? Nee. Habe ich mir nur eingebildet. Ich dachte, das sieht so ein bisschen creepy aus. Da wir damals da ja ins Auge was reingebohrt gekriegt haben. Wiedergabe, Nachricht 33. Anrufer, Birdrise Apartment. Diese Nachricht ist für die Bewohner von Apartment 16. Ihre Miete ist überfällig. Dies ist Ihre letzte Benachrichtigung. Sollten Sie nicht binnen 3 Tagen bezahlen, wird das Apartment geräumt. Was macht Isaac denn, verdammt? Textlog. Persönliche Aufzeichnungen Isaac Clark. Wir beide haben während des Albtraums auf der Titans Brawl etwas von uns selbst verloren. Ellie verlor ein Auge. Glücklicherweise fanden wir einen Ersatz, den wir uns leisten konnten. Zwar ist die Farbe nicht hundertprozentig richtig, aber zumindest kann sie sich wieder als ganzer Mensch fühlen. Ich habe einen Teil meiner Seele verloren und es gibt nichts, was ich tun könnte, um das Verlorene zurückzubekommen. Ich glaube langsam, dass das der Grund war, warum sie mich verließ. Die Menschen wollen immer etwas haben, das sie reparieren können, aber ich bin unwiderruflich kaputt. Ja, das wäre ich auch, wenn ich da fast 10.000 Mal am Tag abkratzen würde. Okay, ich sagte, ich helfe Ihnen. Also, wo ist Ellie? Wie lange ist sie schon verschwunden? Halten Sie die Klappe und kommen Sie her. Ich erkläre es Ihnen später. Verbindung unterbrochen. Die Verbindung zu den EAs zu... Was wollt ihr denn? Hey, wer zum Teufel sind Sie denn? Scouts letztes Bataillon. Norton. Captain Robert Norton. Und das ist Sergeant John Carver. Letztes Bataillon? Wie meinen Sie das? Was verstehen Sie daran nicht? Es gibt sonst niemanden mehr. Sieht sauber aus. Niemand mehr? Da ist unser Wagen. Los jetzt! Wow. Los, los. Holy shit. Ducken. Aha. Oh, Plasma-Gatter! Komm, los, los! Ah, geht doch kaputt, ihr Pisser. Schnell, Isaac. Laufen Sie in den Wagen. Ja, ja, ja. Wird gemacht, Sir. Ja, hallöchen. Oh mein Gott. Junge, was geht mit dem? Hier lang. Sie sind hier unten. Junge. Bewegung. Los, Entdeckung.
Wow, der hat gesessen. Mann, die Headshots sehen hier echt geil aus. Na komm. Wutz. Habt ihr Munition für uns? Ah, ihr habt Medipacks. Oh ja. Und Stase-Pack haben wir auch bekommen. Ja, das ist doch schön. Na komm, jetzt läuft er doch. Lang. So. Da haben wir auch noch was. Wo müssen wir denn lang? Okay, wir müssen hier entlang. Oh mein Gott. Nein! Heilige Scheiße! Warum wollen Sie uns töten? Die wollen Sie töten. Was? Verschwinden Sie da und halten Sie die Klappe. Mieses Arsch. Können wir das hier irgendwie öffnen? Nein, können wir nicht. Na komm, geh auf. Okay. Nee, warte, Moment. So. Ah, ja. Warum sind die Fanatiker hinter mir her? Früher schon Marker zerstört, Isaac. Daher sind sie eine Bedrohung für deren Plan. Plan? Zwei Prophezeiungen im Zusammenhang mit den Markern. Die Konvergenz? Ja, Ellie meint, sie können sie aufhalten. Sie ist verschwunden und sie sind ihr hierher gefolgt? Ja, gehen Sie jetzt zum Dach des Fletcher-Korb-Gebäudes. Dort wartet ein Rettungsteam. Ja, das hört sich gut an. So, ich werde jetzt mal eben schnell bei der Steuerung was verändern. Und zwar das... Moment, wo finde ich das denn? Steuerung ändern. Und zwar das Ducken. Ducken, Ducken. Ducken. Bin ich doof? Ich bin doof. Wo ist X? Wo ist Ducken? Ach, okay, da Waffen. Grundlegende Steuerung. Da Hechtrolle. Ja, ja, ja. Machen wir die Hechtrolle mal mit Alt. Ja, bestätigen, bestätigen und zurück und zurück und durch die Tür. Was zum Teufel? Mein Gott. So. Ja, knall die einfach ab, ne? Also, hätte ich natürlich auch... Jo, jo, jo. Hätte ich natürlich auch gemacht. Mist. Ich bin auf den Freeway gekommen. Machst du Boom und so, Lan? Ups. Passiert mal. Okay, da kommen welche. Gib mir Munition. Ja, Waffe wechseln, ja, bla bla bla. Das haben wir ja schon. Ja. Dredger Lobby. Brüder und Schwestern, das Zeitalter der Menschheit neigt sich dem Ende zu. Wir sind zu viele geworden auf zu wenig Platz. Die Unternehmen, denen wir einst unser Geld anvertrauten, haben es verprasst. Die Regierungen, denen wir einst unsere Zukunft anvertrauten, haben sie sabotiert. Ihretwegen sterben wir. Aber fürchtet euch nicht, denn es gibt eine Zukunft. Wie vom Propheten Michael Altman versprochen, hat der schwarze Marker einen Plan für euch alle. Er wird uns aus unserer erbärmlichen Existenz erlösen und wir werden eins sein. Vereint in Körper und Geist. Unsere Einheit wird unsere Erlösung sein. Wir werden weiterleben. Nicht als Menschen, sondern als Gott. Die Church of Unitology wartet auf euch, meine Freunde. Befreit euch von den Ketten dieses Lebens und kommt zu uns, wenn das Neue beginnt. Ich bin Jacob Arthur Danik und ich bin diese Botschaft. Ja, genau. Norden, das ist nicht nur eine Menschenjagd, sondern eine systematische Metzelei. Vielleicht ist Ihnen das auch aufgefallen. Aber warum die Regierung stürzt? Warum Redgar? Denn ich sag, sie hätten mit den Markern experimentiert. Er hält das für Ketzerei. Sie können sich denken, was die von Ihnen halten. Ja, das können wir uns echt denken, was die von uns halten.
bestimmt nichts Gutes. Es ist 20.45 Uhr hier auf dem Planeten. Glaube ich. Ja, sieht wohl so aus. Luna-Nachrichten, okay. Dredger Corp. Bla bla bla. Bla bla bla. Oh, die Aktien. Wollt ihr mal Aktien sehen hier, ne? What? Wow. Wer hier lebt noch? Bringt ihn her. Isaac Clark. Der Mann, nach dem ich gesucht habe. Verschwenden Sie nicht Ihre Energie. Sie werden ohnehin gleich tot. Heb ihn hoch. Ich möchte Ihnen was zeigen. Da. Sehen Sie das? Das ist ein Marker-Testlabor. Es gibt sie überall, in allen größeren Kolonien und Außenposten. Was wollen Sie von mir? Als Teil des Marker-Testprogramms haben Sie geholfen, sie zu machen. Und heute, Isaac, werden Sie Zeuge sein, wenn ich Sie freisetze. Nein, nein! Sie bringen alle um! Der Tod ist nur der Anfang, Isaac. Die Natur muss ihren Lauf nehmen und ich lasse nicht zu, dass Sie oder jemand anderes das aufhält. Augen geradeaus, Isaac. Passen Sie gut auf. Mein Gott. Und jetzt werden Sie Teil des Wiedergeburtszyklus. Oh, scheiße. da haben wir dieselben Gedanken gehabt, Isaac und ich. Oh, scheiße. Wo müssen wir lang? Da rein. Verdammt. Immer auf die Beine, immer auf die Beine. Das habe ich vergessen. Das habe ich... Stirb, Bestie. Drecksviecher. Meine Güte. Wie sieht das denn aus? Junge. Ist denn die Erde? Oh, heftig, Alter. Irgendwo Munition? Nö, 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 nö. Nur da hinten. Ah, was haben wir hier denn Feines drinne? Munition. Und hier auch noch. Juhu. Ah, jetzt droppen die auch mal endlich was. Macht mir keine Angst, verdammt. Ja, es war klar, es war so klar, Fotze. Ah. Missgeburt. Verdammte Missgeburt. Inventar ist voll. Es darf nicht voll sein. Ah, Mano. Was? Sterbt, beide! Los! Diese Zielvorrichtung ist eindeutig zu klein. Das gefällt mir nicht. Aber es liegt wohl auch daran, weil ich nicht so der Zielprofi bin und, ne? Kennt er ja. Da gibt's hier irgendwie Munition? Na, nur Medipacks. Schiete! Schiete, schiete, schiete. Naja. Müssen wir mal durch. Da müssen wir durch. Da. Irgendwo lang, nach oben, nach unten. Isaac, sind Sie schon beim Rettungsteam? Alle tot. Der Nick war vor mir da. Scheiße. Finden Sie einen Weg aus der Stadt raus. Ich komme mit der Eudora.
Die Washington Station ist nicht weit weg. Ich kann mit einem der Züge dort rausfahren. Guter Plan. Wir sehen uns dann auf den Schienen. Schienen, das kennen wir auch noch von damals. Oh.